Hey, Andi. Hey, Leni. Kaffee? Wie immer. Hey. Hi. Ich wollte dich auch gerade anrufen. Wegen dem Auftrag? Warum denn sonst? Ja, Heiner Lixbo hat mir auch schon Bescheid gesagt, irgendein Zaun außerhalb von Düsseldorf muss repariert werden. Also von mir aus können wir los. Ja, von mir aus aber noch nicht ganz. Danke. Wann dann? So eine halbe Stunde unten am Auto. Ich muss mich noch umziehen. Stimmt so. Ja. Andi, mein Sonnenschein. Hey. Erst einmal lieber in England geblieben. Okay. Du ziehst auch ein langes Gesicht. Komm her. Brother's ja back. Gut, dass du wieder da bist. Das Gefühl habe ich auch. Was ist gerade mit Fritsche los? Es stinkt sauer auf mich. Aber bevor du fragst... Du hast mal wieder Mist gebaut. So eine Drecksmistkacke! Einer dieser Tage? Eher eine dieser Wochen. Oder Monate. Statistisch gesehen gibt es dafür meistens drei Gründe. Geld, Job oder Frauen. Ich nehme gleich alle. Mit einer Extraportion der drei. Du wolltest ausgerechnet mit Andi Frustsex? Nachdem du ihn ungefähr eine Milliarde Mal hast abblitzen lassen? Ich weiß, dass das nicht okay ist, aber ich konnte einfach nicht mehr klar denken. Das alles wegen Tristan. Wie oft habe ich sie vor diesen Schwachmaten gewarnt? Aber da hieß es immer, Tristan ist ein guter Kerl, der meint das gar nicht so. Liebe macht blind. Und ich darf die ganze Zeit den braven Kumpel für sie spielen und zieh das voll durch. Und dann merkt sie auf einmal, dass der Typ sie doch nur verarscht. Und was macht sie? Ja, was macht sie denn? Sie wirft sich mir um den Hals mit allem drum und dran. Was denkt sie eigentlich, dass ich darauf warte, ihr angeknackstes Ego zu polieren? Also ich kenne Bella jetzt nicht so gut, aber meinst du nicht auch, dass es ihr inzwischen leid tut? Natürlich tut mir das alles total leid. Ich habe auch versucht, mich bei ihm zu entschuldigen, nur leider geht er mir seit der Hochzeit konsequent aus dem Weg. Andi rennt dir ja auch schon ewig hinterher. Das ist doch klar, dass ihn das alles verletzt. Ja, aber ich kann die Zeit nun mal nicht zurückdrehen und er gibt mir einfach keine weitere Chance. Ich habe ihr ohne Ende Chancen gegeben. Aber irgendwann ist auch mal Schluss.